mein Gott, Leute, schaut euch mal dieses betretbare Haus im Boden an. Aber es ist einfach mal ein Schloss, sodass man nicht reinkommen kann. Was sich in diesem komischen Haus im Boden befindet und wie man dort reinkommen kann, seht ihr im heutigen Video. Es wird geisteskrank. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Let's go. Boah, Sinti, Mann, es wird schon wieder dunkel. Oh Gott, wir müssen nach Hause, Pat. Wir müssen nach Hause. Hä, aber was ist das denn für ein komisches Villagerdorf? So ein großes Villagerdorf? Das habe ich noch nie gesehen. Hä, was ist das für eine Schlange? Da muss was gratis geben. Hä? Da sind ja voll viele Villager. Wie krank. Da gibt es doch bestimmt irgendwas umsonst. So ein Ballon oder sowas. Ja, da. Auf jeden Fall. Ja, es muss ja einen Grund geben, warum die hier alle Schlange stehen. Ey, wollt ihr verraten, was hier los ist, Villager? Hallo? Aber anscheinend, ich gehe mal hier hin. Warte. Siehst du das? Warte mal, da steht nur für Villager drauf. Oh nein, was ist das? Hä? Da ist so ein Haus im Boden. Siehst du das auf der Karte? Warte mal. Da mit dem roten Umkreisung, ne? Ja, das ist rot umkreist. Einfach so ein Haus im Boden. WTF, guck dir mal die ganzen anderen Häuser drumherum an, aber da einfach so ein Haus im Boden? Das muss ja richtig krass sein. Aber was ist da drin, ja? Ich glaube, du weißt, was wir zu tun haben nachher, oder? Ja, wir müssen da rein. Das Ding ist, ich glaube, es könnte schwierig werden, weil da steht ja drauf nur für Villager, ne? Wir sind keine Villager. Wir sind keine Villager. Können wir uns nicht irgendwie so tarnen als Villager oder sowas? Schau mal, falle ich auf? Nee, oder? Das sieht klasse aus. Sinti, nein, ja. Du fällst auf. Okay, andere Lösung. Wir brauchen eine andere Lösung. Was könnte denn die andere Lösung sein? Aber guck mal hier, das sind so komische Spuren im Boden. Siehst du das? Ja, wollen wir dir mal folgen? Oder was sagst du? Das wäre eine Idee wert eigentlich, ne? Dann komm, wir gehen mal hier entlang. Hier ist auch noch so eine Spur. Ich meine, was sollen wir machen? Ich will unbedingt in dieses Haus im Boden rein. Warte, sieht man was? Nee, man kann nicht über die Mauer sehen. Ich hab's grad schon probiert. Box mich mal rüber, komm. Und... okay, es funktioniert nicht. Nee, es funktioniert nicht. Schade. Ja, komm, warte, wir gehen außen rum. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht ist da ja so ein geheimer Eingang oder so, weil ich meine, so eine Spur, die muss ja irgendwo hinführen. So, hier entlang, hier entlang. Oh, warte, ich glaube, hier ist es. Schau mal. Oh, da, guck mal, warte mal, da oben, ne? Das ist so ein Turm. Lol. Ja. Okay. Leute, was dieser Turm uns gleich sagen wird, das verrate ich euch nach der ganz kleinen Werbung. Dankeschön an Shakes & Fidget, der Sponsor vom heutigen Video. Shakes & Fidget werden wahrscheinlich die meisten von euch aus meinen Livestreams kennen, denn da spielen wir das regelmäßig. Und in Shakes & Fidget könnt ihr euch euren eigenen Charakter erstellen. Das Beste daran ist, wir können es auf allen möglichen Geräten spielen. Sei es auf dem Handy, sei es auf dem PC, sei es auf dem iPad, Tablet. Alle möglichen Geräte sind am Start. Und das Beste ist, ihr könnt es mit euren Freunden spielen. Egal, ob ihr gegen eure Freunde in die Schlacht ziehen wollt oder ob ihr gemeinsam eine Gilde gründen wollt, alles ist möglich. Shakes & Fidget hat noch dazu sehr oft viele coole Events, wie beispielsweise vor 2 Wochen das Hellevator Event, wo man einfach super gute Belohnungen abstauben kann. Deswegen wird das Spiel auch nie langweilig und meiner Meinung nach ist es das beste Spiel für unterwegs, was man einfach mal kurz auf dem Handy zocken kann, wenn man zum Beispiel an der Bushaltestelle auf den Bus wartet. Deswegen gönnt euch doch Shakes & Fidget kostenlos in der Beschreibung über meinen Link. Ihr unterstützt mich damit kostenlos und jetzt weiterhin viel Spaß beim Video. Okay, sind die alle schön und gut, aber was befindet sich jetzt endlich in diesem Haus? Wollen wir reingehen oder was? Lass uns mal reingehen. Warte mal, ist hier irgendwas? Nee, okay. Oh, okay. Ein komischer Key, okay. Was ist das denn? Ist das eine verschlossene Tür? Ich weiß es nicht. Also da kommen wir anscheinend nicht rein. Lass uns mal hochgehen. Wer ist er denn? Was ist los? Schau dir mal diesen Villager an. Der ist einfach ein Villager, nur mit einem Hut. Der hat keinen Kopf, ne? Aber warte mal, ey, guck mal, Sinti, wir können da rüber schauen. Siehst du das da? Da ist das Haus im Boden. Da ist es im Boden, das gibt's wirklich. Das ist kein Fake. Das gibt's wirklich. Alter, oh mein Gott, wir müssen da rein, Pat. Guck mal, wie krass dieses XXL-Villager-Dorf bewacht wird. Siehst du das? Ja, hier vorne, überall da. Villager. Alter, richtig krank. Aber was hat denn dieser... Was hat denn dieser Typ Können hier? Können wir mit dem reden? Ja, warte mal, lass mal mit dem reden. Okay, mysteriöser Villager, was geht bei dir ab? Alles gut bei dir? Hallo, ihr beiden. Oh mein Gott, der hört sich richtig gruselig an, Sinti. Wollen wir noch weiter mit dem reden? Ich weiß es nicht. Ja, komm, frag ihn was. Okay, ich frag ihn was. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ihr wollt wirklich in das XXL-Dorf rein? Ja! Das wird nicht einfach. Okay, also...
Ich meine, das wollen ist nicht einfach Dorf lassen, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, ich will eigentlich schon recht. Ich meine, hast du mal dieses Haus gesehen? Es ist einfach ein Haus im Boden, Mann. Ja, komm, komm. Wir wollen rein. Wir wollen rein. Was müssen wir machen, Villager? Hä? Was müssen wir machen? Was sagt man, was wir machen müssen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr verwandelt euch in der Maschine unten zu einem Villager. Das klingt ja eigentlich ganz gut, ne? Einfach so ein Villager. Ich wollte schon immer Villager sein. Also, ja, alles cool. Ja, ich hab's guter Plan, ne? Was ist der zweite Plan? Warte mal, fragen wir mal nach. Zweitens. Ihr schrumpft euch zu Winzlingen und gelangt so in das Haus, in den Boden herein. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Auch eine gute Möglichkeit eigentlich, was willst ne? du denn machen? Pff, warte mal, wir gucken mal, was er noch so sagt. Was sagt er denn noch so? Aber lasst euch nicht erwischen von den Villagern. Sie sind sehr sauer. Für diesen Tipp müssen die Zuschauer nochmal schnell liken und abonnieren, damit Pat die 1 Million Abonnenten knackt. Und jetzt geht in die Schlacht. Da bin ich auch für, Villager. Du hast auf jeden Fall was Richtiges gesagt. Also Leute, nochmal schnell jetzt hier einen Like da lassen. Abonnieren auch nicht vergessen, damit wir schnell die 1 Million Abonnenten knacken. Und mysteriöser Villager, ich würde sagen, wir versuchen erstmal die Variante mit dem Verwandeln, oder? Was sagst du? Ja, aber wie ist denn der Code? Wie sollen wir denn da reinkommen? Keine Ahnung, aber ich habe gesehen, hier rechts, guck mal. Villager-Verwandlung steht da, aber ich glaube, das geht nur bei einem. Kannst du mich einfach mal mit dieser Potion abwerfen? Ein paar Mal? Ja, kann ich machen. Warte, so, vielleicht hier in die... Ja, wobei, die Ecke hier ist besser, ne? Komm, ich gehe jetzt einfach mal hier in diese Ecke. Du wirfst mich ein paar Mal mit dieser Potion ab und dann gucken wir mal, ob das hier funktioniert oder nicht. Okay. Also, bist du ready? Ich bin bereit. Okay, wirf mich ab mit der Potion, sind sie. Dann 3, 2... 1, wirf, komm und es fühlt sich irgendwie, oh Gott, doch, ich spüre was, passiert irgendwas, hallo, hat das geklappt? Pat, ja? Du bist ein Villager, oh mein Gott. Ich bin ein Villager, ich kann mich jetzt einfach da in die Schlange reinschlawinern, okay, aber wie verhalten sich Villager? Ja, ich weiß nicht, und was mache ich? Du kommst mit und guckst, dass nichts passiert, okay? Okay, du schleust mich da irgendwie mit rein. Ha. Warte, ich muss kurz üben. Ha. Hallo, ich würde gerne 2 Bücher haben für Emerald. Klappt das? Denkst du, ich bin schon Villager? Okay, du musst langsamer laufen. Okay, komm. Aber erstmal, ich gehe um die Ecke. Wenn ich um die Ecke bin, fange ich langsam an zu laufen. Ja, warte. Okay, aber ich bin hinter dir. Ja, alles gut. So, wir gehen mal jetzt hier nach hinten. Du fällst gar nicht auf. Ich bin ein ganz normaler Villager. Ich bin ein ganz normaler Villager. Ja, alles gut bei euch. Ja, genau. Ja. Heute schon ein paar Emeralds getauscht. Ja, genau. Machst du gut, Pat. Mach ich gut. Naja, okay. Warte, so, ich geh jetzt hier rein. Na du. Ja, schöner Tag bei dir, ne? Was macht Frau und Kind? Alles gut? Ja, ich weiß. Hallo, ich gehöre dazu. Nein, komm nicht mit. Das fällt auf, glaub mir. Okay, so, okay, was soll ich tun? So, nix, bleib da stehen. Okay, so, lass dich nichts anmerken. So, okay. Na? Oh mein Gott, es klappt, Leute. Oh mein Gott. Na, alles gut bei euch? Ey, Jungs, entspannt euch. Ey, ich hab euch was nicht gehört. Was ist da los? Ich greif mich an. Ey, Jungs, lasst mich in Ruhe, ich bin doch ein Villager. Oh mein Gott, die sind voll aggressiv. Ey, Jungs, das können wir anders klären. Der ist einer von euch. Ey, komm, entspannt euch. Okay, ich bin aufgefallen, Sinti. Schnell weg hier. Wir müssen was anderes machen. Das klappt nicht. Okay, Leute. Anscheinend hat das mit diesem Villager-Sein nicht so gut funktioniert. Ach Mann, das wäre schon wieder zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Was muss man machen? Jetzt schrumpfen? Ja, schrumpfen meinte der. Aber wirf mich erstmal kurz wieder mit dieser Potion, aber ich will kein Villager mehr sein. Moment, Mann, ich muss jetzt die Kiste holen. Ja, richtig. Okay, bereit? So, ja, wirf mich ab, komm. Doch, es tut sich was. Komm, wirf, und ja! Ja, ich bin normal, oder? Ist der alte Pat wieder, ja. Gott sei Dank. Fühlt sich auch schon besser an, okay. Also, wie war das jetzt mal mit diesem Winzling-Schrumpfen, Sinti? Hast du eine Ahnung? Ja, nee, aber wir müssen uns irgendwie von der Seite dann reinbauen. Irgendwie sowas als Winzling aber, ne? Okay. Anders geht's nicht. Hier ist ja noch so eine komische Dings. Die Tür, so eine Tür, ne? Aber was könnte denn hier der Code sein? Vielleicht 1, 2, 3, 4? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4... Nee, keine Chance. Wollen wir nochmal fragen, Was für ein Datum haben wir denn heute? 17.3. Denkst du vielleicht das Datum? Ja, probier es gerne mal aus. Nee. 18.3. Es geht, Sinti, es geht! Oh rein, mein Gott! Rein! Oh mein Gott, es hat schon funktioniert! Guck mal, was für ein Mini-Dus! Komm da raus, mein Freund! Lass mich da raus.
Was bist du denn für ein kleiner Schlawiner geworden? Warte. So, ja, jetzt komm. Alter, was bist du denn da? Junge, wie klein bist du denn geworden? Ja, ich bin bereit, dafür reinzugehen. Ich kann nicht meine Hand nehmen, du bist ja wie so ein kleines Insekt. Ich kann nicht höher springen. Siehst du, wie ich springe? Bist du süß da unten? Oh mein Gott. Hallo. Okay, hallo, Freunde. Kommst du da dran an diesen Knopf hier? Warte, ich brauche ein bisschen länger. Komm, Sinti, das schaffst du. Ich komme nicht dran. Nein. Ach, warte mal, vielleicht finde ich ein paar Blöcke, dass ich dich da hochbringen kann. Bitte, bitte. Oder warte mal, vielleicht, wir können diese Leiter doch bestimmt nehmen, sonst klettern wir die Leiter hoch. Geht das? Ja, warte. Komm, Sinti, das schaffst du. Ja, genau. So, dann mach mal die Tür auf. Ich will jetzt auch so Mini werden. 18.03. Und, klappt es? Ja, klappt. Okay, und schnell. Mein Gott, ich bin auch ein Mini. Ey, Sinti, lass mich jetzt hier auch raus. Moment, ich muss nur den Code eingeben. Ja, gib ein. 18.03. Ja, genau. Ja, oh, jetzt, let's go. Das schaffen wir zu zweit. Oh mein Gott, schau euch an. Let's go. Es hat funktioniert. Aber Sinti, ich sehe schon, du hast diese Diamant, Hacke noch, ne? Damit können wir so Blöcke abbauen. Gib mal eine. Ja, ich habe eine gute Idee. Hier, nimm die ist besser. Perfekt. Sehr gut. Okay. Boah, sind wir winzig. Guck mal, selbst die Blume ist größer als wir beide. Oh mein Gott, schau es dir mal an, wie klein wir sind. Oh nein, aber wie kommen wir denn den Block hoch? Müssen wir vielleicht einen Block hochklettern? Ich weiß es nicht. Das ist wie ein Urwald hier mit diesen ganzen Pflanzen, Alter, ne? Einfach ein Dschungel. Normalerweise sind wir da rüber gelaufen. Aber Sinti, werden wir denn wieder groß? Vielleicht im Haus? Keine Ahnung. Oh Gott, nein, Hilfe! Oh, boah, hab ich viel Schaden bekommen. Ja, das hat wehgetan. Okay, bauen wir uns hier durch oder wie ist der Plan? Komm, wir bauen uns hier durch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht auffallen, ne? So, komm. Ja. Geh rein, da rein. Teamwork. Yeah, let's go, komm. So, das sieht sehr gut aus. Ja. So. Und, was ist das denn hier? Hä, warte mal. Ah, das ist so ein bisschen. Das ist die Blume, oder? Ja, doch, oh Gott. So. Ist das auch dunkel hier? Ich sehe nicht. Ich sehe hier auch nichts. Heilige. Okay, komm. Egal, versuch da irgendwie durchzukommen. Ja, ich gehe voraus. Es ist nicht mehr viel. Es kann nicht mehr viel sein. Ich glaube, wir sind auf der Mitte der Blöcke. Ich sag dir nicht, was ich sehe. Okay. So. Und? Ah, es ist sehr dunkel hier, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, aber ich glaube, ich höre schon was. Ich glaube, wir sind gleich da. Ja, hier kommt Glowstone. Okay. Oh, in irgendeinem Block sind wir gerade, merke ich, ne? Müssen wir irgendwie hoch oder? Ich weiß es nicht, eigentlich nur geradeaus. Ey, hast du nicht noch einen anderen Dings für mich irgendwie? Das funktioniert nicht so ganz. Ja, hier liegt einer, komm, geh hoch, ich hab's hier hingelegt. Ah, perfekt, warte, wo ist er? Ah, da perfekt, oben. Sehr gut, ja, okay, komm. Ja, ich hab ihn, sehr gut. So, da würde ich sagen, egal, mach du mal weiter. Okay, ich mach weiter. Vortritt. Ja, ich glaube, wir sind gerade in einem Erdblock. Wir müssen da nicht gleich geschafft haben, hätte ich gesagt. Es ist halt echt dunkel hier, muss man auch wirklich sagen, ne? Oh, hier ist Gras. Gras, ich sehe schon ein gutes Zeichen. Und kommen wir raus? Wie sieht's aus? Ja, ich bin drin. Wir sind draußen, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, das hier ist das Dorf. Pass auf vor den Villagern, ne? Ja, wenn man es um Villager sieht. Alter Schwede, wir sind drin, Leute. Also, warte mal, der Turm, der ist da hinten. Guck mal, da ist der Turm, wo wir rübergeschaut haben. Das heißt, wir müssen irgendwie rechts hier herumlaufen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Eigentlich müsste es klappen. So, dann gehen wir jetzt mal hier herüber. Siehst du schon was? Ja, ich sehe noch nichts. Und pass bloß auf vor diesen Villagern, ne? Die sind echt aggressiv. Die sind ziemlich aggro, ne? Die haben anscheinend echt ein Auge dafür, selbst wenn wir so super klein sind. Also da muss man echt aufpassen. Ja, das kriegen wir hin. Ah, diese Gräser sind halt so groß, ne? Man hat sich keinen Überblick. Ja, das ist wie im Dschungel hier gerade. Oh mein Gott. Das ist ein richtig krasser Dschungel. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, sind die. Ich glaube, da ist es. Ja, da ist das Haus. Oh mein Gott, schau es dir an. Alter Schwede. Pass auf. Pass auf die Villager, Ey, pass auf. Pass auf, wirklich gefährlich, ganz gefährlich. Mach mal zur Not hier so ein Dings rein. Ey, pass auf, nein, hier rechts, in diesen Holz hätte ich gedacht. Vielleicht können wir uns da irgendwie unterbringen. Ja, Moment, ich bin auf dem Weg. So, okay, komm. Okay. Vielleicht, wir gehen hier ganz dicht dran, ne? Ja. Oh Gott. Er dreht um. Er geht vorbei. Oh Gott, er geht wieder weg. Alles gut. Oh Gott, der ist aber ein bisschen unheimlich, ne? Ich hab Angst. Sinti, mach da einen Gang rein. Sonst können wir uns da vercampen, falls er kommen sollte. So, siehst du das? Hier können wir auch so langsam... Ja, sieht gut aus. So. Okay. Sind wir schon auf der Tür vom Haus? Pass auf!
Oh, nee, doch nicht, doch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hier können wir reingehen, wenn wir angegriffen werden, ne? Oh, ich weiß nicht. Sehen die uns überhaupt? Das ist voll gefährlich gerade. Das ist voll richtig gefährlich. Sollen wir es riskieren, Pat? Komm, wir laufen mal rüber. Wir laufen mal rüber. So. Okay, also das sieht hier gerade... Wir sind zu klein. Es sieht gerade hier aus, als wäre das hier auf jeden Fall... Das Fenster, ah, da sind Schlösser dran. Nein, da kommen wir gar nicht rein. Oh nein, guck dir das mal an. Nein. Wie sollen wir denn da reinkommen? Wir brauchen einen Schlüssel. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, aber... Hey, warte mal, guck mal, da ist ein Loch. Sind sie? Warte. Da ist was. Sollen wir da runter rein? Ich soll nicht vorgehen? Ja, komm, geh rein. Da kommt der Villager. Geh rein. Oh mein Gott, wir sind zu groß. Mach ein bisschen dicker hier, komm. Zack. Ach, wir sind dicker, komm. Ja, komm. Und klatsch. Ich bin drin. Ah, ich bin auch drin. Sehr gut. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, Hilfe, Santi! Wo sind wir denn gelandet? Was ist das denn? Hä? Du bist groß, Santi! Wir sind wieder normal, ist alles gut. Aber warte mal, was passiert hier? Warte mal, wir sind gefangen! Wir sind gefangen! Schau es dir an! Denn? Es geht nicht! Ich komme hier nicht raus! Wir sind gefangen, Sinti! Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Oh mein Gott, Pat! Was ist das hier? Es ist unheimlich. Aber da hinten ist auch noch so ein Schloss. Warte mal. Auch zu! Aber wir sind wirklich in diesem Haus im Boden gerade drin, ne? Ja, wir haben es ja gesehen. Wir sind ja reingegangen. In die Tür. Oh mein Gott. Aber das Ding ist jetzt... Wie kommen wir denn wieder zurück? Weil Pat, ich glaube, wir haben ein riesiges Problem. Das Problem ist ja, wir waren ja gerade noch klein, als wir... Warte mal, wo ist denn dieses Loch hier? Da ist es, guck mal, da ist es, da sind wir durchgekommen. Siehst du das? Da, da hinten. Wo ist es? Da, links, hier in diesem, an diesem Loch. Ah ja, dieses kleine hier. Da sind wir reingegangen, aber... Was passiert hier? Siehst du das? Ey, es gibt aber wirklich keine Möglichkeit mehr. Guck mal, oder hau da mal drauf, vielleicht müssen wir nur draufhauen. Nee, aber irgendwie... Das geht nicht, ich... Hier ist nicht umsonst ein Schloss. Hier, warte mal, hau mich mal, vielleicht geht das dann. Jetzt? Bin ich klein? Ich hau mal mit diesem Sting hier, mit diesem Netherite Crystal. Nein, hau auf, au, ich stirb gleich. Ey, aber wo sind wir denn rein? Es gibt hier noch, das ist einfach ein Gang. Aber es gibt nicht im Kontinent, vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel an den Fackeln oder sowas. Warte mal, hier. Vielleicht eine Fackel nehmen? Na, ich sehe jetzt hier... Vielleicht ist auch eine Schalte, ist vielleicht eine Schalte hier. Guck mal da! Alter, was ist das denn? Der geheimnisvolle Schlüssel. Da ist ein Schlüssel, Sinti, wir sind gerettet. Wir können rauskommen. Gerettet. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen den Schlüssel. Oh mein Gott, was denkst du, wird da sein? Ich dachte, ein fetter Schatz wird das sein. Ich sag ganz viel Diamantos. Ich denk auch. Boah, ich bin so gespannt. Ey, Sinti, wir haben so lange auf diesen einen Moment. Mach du. Okay. Ich ziehe runter. 3, 2, willst du vorgehen oder soll ich reingehen? Ich gehe gerne vor, du machst auf, ich gehe durch. Okay. 3, 2, 1. Oh mein Gott, schau's dir an. Okay. Und? Hä? Was ist das denn? Hallo? Hä? 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 Was geht mit dem ab? Hallo? Hä? Was ist das denn? Aua. Ey, nein! Jungs, was geht denn mit euch ab? Ey, ha,